aus Florida zugeschaltet, unser Reporter Steffen Schwarzkopf. Steffen, ja, knapper könnten die Umfragen eigentlich nicht sein. Welche Gruppen wollen denn Trump und Harris jetzt auf den letzten Meter noch erreichen? Also zunächst einmal ist es so, dass in vielen Bundesstaaten das Early Voting jetzt vorbei ist. Auch hier in Florida ist es vorbei und es öffnen dann tatsächlich morgen erst wieder die Wahllokale. Und das heißt natürlich zum einen für Trump, zum anderen für Harris. Natürlich werden sie weiter unterwegs sein, natürlich werden sie in den Battleground States weiter unterwegs sein. Aber das, was wir hier erleben, was ich auch in anderen Bundesstaaten erlebt habe, das sind die Heerscharen an Freiwilligen. Gestern beispielsweise auch da, vor Kirchen beispielsweise, dann an Straßenkreuzungen, dann vor Supermärkten und so weiter und so weiter. Die Liste, die ist also lang. Und es geht da um verschiedenste Wählergruppen. Da geht es vor allem natürlich auch immer wieder auch um die Frauen, um die Jungen. Eines ist aber ganz interessant und das erleben wir hier in Florida und das ist eigentlich gar kein Battleground State, dass es hier eben nicht nur mit Worten zur Sache geht, sondern teilweise mit Fäusten. Wir wissen von mindestens zwei Veranstaltungen, Wahlkampfveranstaltungen, wo die Fäuste geflogen sind. Bei einer, da wurde eine Waffe gezogen. Es gibt Polizeieinsätze. Die Polizei bereitet sich hier in Florida und in anderen Bundesstaaten extrem darauf vor, dass es Ausschreitungen geben könnte in der Wahlnacht oder in den Tagen danach. Da wurden die Kräfte noch einmal massiv nach oben gefahren. Die Pläne dafür liegen in den Schubladen. Also das zeigt, wie umstritten, umkämpft diese Wahl ist und das eben nicht nur zwischen Donald Trump und Kamala Harris, sondern auch zwischen ihren Wählern und Unterstützern. Und wir haben eben Anhänger von Trump gehört und die scheinen ja sehr überzeugt zu sein davon, dass ihr Kandidat gewinnen wird. Also das absolut, diesen Eindruck habe ich hier. Das liegt aber auch daran, dass sie einfach lauter, dass sie krachiger, dass sie präsenter sind und auch die Trump-Kampagne, der Trump-Wahlkampf, das Team. Auch die sagen offiziell, alles on track, wir gewinnen auch in den Battleground States. Jetzt ganz interessant, gestern Abend klingelt bei mir das Telefon, wer ist dran? Ein ehemaliger Wahlkampfberater von Donald Trump, 6 Jahre an seiner Seite, immer noch ein Trump-Unterstützer. Er hat Trump auch gewählt. Was hat er mir gesagt? Er geht davon aus, dass Donald Trump diese Wahl verlieren wird. Und zwar relativ deutlich verlieren wird, aus mehreren Gründen. Zum einen die internen Daten des Wahlkampfteams von Donald Trump, die seien zu optimistisch angelegt. Ich habe auch das gehört aus dem Bundesstaat Pennsylvania beispielsweise. Und zum anderen, und ich zitiere ihn da, sei Kamala Harris und ihr Team in den vergangenen 3 Wochen wie eine Dampflok gewesen. Hochprofessionell, überall präsent mit dem richtigen Messaging, also der richtigen Botschaft. Etwas Optimistisches, etwas in die Zukunft blickendes, während Trump eben nur düster dahergeredet hat. Also, das ist einer, ein Ex-Wahlkampfberater, das muss ich natürlich dazu sagen, der hat keine Rechnung offen mit Donald Trump, aber es ist möglicherweise ein Fingerzeig, dass die Schweißperlen auf der Stirn von Donald Trump und seinen Leuten doch größer sein dürften, als sie das öffentlich zugeben. Und du wirst das Geschehen in den USA weiter für uns verfolgen in dieser Woche. Danke dir für den Moment, Steffen Schwarzkopf.